Ja, schönen guten Tag, meine lieben Zuhörer und Interessierte. Heute haben wir den 27.11.2023. Uhrzeit ist 20 Uhr und habe eben in den Heute-Nachrichten gehört, unter anderem Autogipfel im Kanzleramt. Da möchte ich doch gerne mal noch ein paar Sachen vertiefen, weil wir gehen gleich in die Nachricht rein. Und werde mir da mal ein paar Punkte rausschreiben. Und ich fahre ja selber noch einen Verbrenner. Und man möchte ja hier die Elektromobilität in Deutschland ankurbeln, sowohl beim Elektroautoverkauf, bei den deutschen Umsatzzahlen und bei den Anmeldungen von Elektroautos und natürlich auch bei den Ladesäulen. Aber mehr sage ich in dem Video. Wer neu ist, kostenloses Abo, bleibt dran zum Ende und hört, was ich hier rausgefunden habe. Wie zum Beispiel diesen Havanna-Effekt. Den kann ich vorher auch noch nicht, aber den sehe ich auch schon auf deutschen Straßen. Was das ist, werde ich gleich erklären. Und ja, auf jeden Fall Kommentare reinschreiben. Und ich sag mal, ich schalte mal um. Erstmal zu den ZDF-Nachrichten, dann ADAC habe ich wohl einen Bericht, dann noch Fokus und ein kleines ein Clip, was der Havanna-Effekt ist. Und ja, ich schalte euch mal um. So, also hier bin ich jetzt beim ZDF. Wie ihr seht, hier heute vom 27.11. Oben ist der Link. Gut, 17 Uhr, kam aber auch um 19 Uhr dieses Thema hier, Autogipfel im Kanzleramt. Ich lasse es mal eben diese Nachricht ablaufen, damit ihr kurz im Thema seid, worum es hier geht. Von dem Ringen um den Haushalt fand heute im Kanzleramt ein Autogipfel statt mit Olaf Scholz, den betroffenen Ministerien und der Autobranche. Großes Thema die Elektromobilität. Frank Bethmann an der Börse in Frankfurt. Viele sagen ja, hier kommt Deutschland viel zu langsam voran. Woran liegt es denn? Na, die Autos sind zu teuer, die Ladeinfrastruktur wächst aber viel zu langsam. In einer ersten Stellungnahme der Bundesregierung sei man sich gerade beim Gipfel darin einig gewesen, dass die Anschaffungskosten von E-Autos gesenkt werden müssten. Der ADAC hatte erst jüngst bemängelt, dass es überhaupt nur drei Modelle gäbe, die derzeit laut Liste weniger als 30.000 Euro kosten würden. Einig ist man sich laut Pressemitteilung auch darin, an den großen Vorhaben wie den Aufbau von Halbleiter- und Batterieproduktionskapazitäten festhalten zu wollen. Mit aktuell gut 1 Million an reinen Elektrofahrzeugen und rund 100.000 Ladesäulen ist man nämlich immer noch weit von den angestrebten Zielen bis 2030 entfernt. Der Gipfel will heute das Signal senden, mit großer Einigkeit packen wir das. Offen aber bleibt, in welchem Umfang die Bundesregierung ihre Förderzusagen aufrechterhalten kann. Dazu war bislang nichts zu hören. Vielen Dank, Frank Bethmann. Ja, da muss ich schon was zu sagen. Ich sag mal, das wird hier noch länger dauern. Wie er schon sagte, wir haben nur drei Modelle, die, also Neuautos, unter 30.000 Euro liegen. Der Rest ist wesentlich teurer, 40.000, 50.000 Euro. Und wer kann sich in der heutigen Zeit mit der Inflation, mit steigenden Gas- und Strompreisen und Lebensmittelpreisen, nächstes Jahr wird tanken viel teurer. Wir werden viel mehr zur Kasse gebeten. Klimageld haben wir bis heute noch nicht bekommen, werden wir auch noch nicht bekommen, weil ja kein Geld dafür da ist. Aber man möchte die Elektrobranche, die Elektroautos nach vorne holen. Das wird nicht so funktionieren. Von zurzeit 1,5 bis 2030, das sind also noch 6 Jahre, noch 7 Jahre, möchte man 15 Milliarden Autos als Elektroautos fahren lassen. Da stelle ich mir auch nachher die Frage, erstmal, wo sollen die ganzen Ladesäulen herkommen? Wo soll der ganze Strom herkommen? Und wer soll die ganzen Elektroautos denn alle reparieren? Ich weiß gar nicht, gibt es denn schon genug Werkstätten? Wie ist denn da überhaupt die Ersatzteillieferungen? Elektromotoren und die Batterien, die müssen ja erst nochmal alle hergestellt werden. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so viel Lithium gibt. Aber jetzt kommen wir mal zu den Einzelfällen. Der hat ja den ADAC erwähnt. Gehen wir mal hier auf die Seite des ADACs. Da, ne, ich gehe mal eben hoch, damit ihr den Link da oben seht. Weil, ne, da ist der Link. Und da geht der ADAC rein, die kostengünstigen Autos, ne?
Ja, genau. Elektroautos sind dank Förderung erschwinglicher geworden. Also ohne Förderung, also auf Kosten des Steuerzahlers, werden die Elektroautos gefördert. Das müssen ja die tanken fahren, die bezahlen ja diese Förderung. Oder die fahren ja auch steuerfrei. Und das sind dann meistens die etwas besser Verdienenden. Die haben dann zu Hause eine Wallbox, eine Solaranlage und können dann billig tanken und haben, nehmen natürlich dann die Förderung auch noch mit. Und die sind noch, können noch CO2, einfahren. Aber das muss ja irgendwie einer bezahlen, die Förderung. Und das sind dann die, die einen Verbrenner fahren. Das muss man uns ja ganz ehrlich machen, ne? Allerdings sollte man bei VW ID.3, Dacia Spring und Opel Corsa e nicht nur auf den Kaufpreis achten. Der ADAC hat Gesamtrechnung aller Kosten aufgemacht, hier die 30 günstigsten Elektroautos. Ich gehe jetzt nur mal vom Preis her mit, ich meine, ihr fahrt ihr ein Elektroauto, wie sind bei euch die Kosten, wie sind Reparaturen, was ist, wenn der Motor kaputt geht, jetzt, wenn es wieder kalt wird? Klar, kein Ölwechsel, niedriger Kraftstoff, solange der Strom billig bleibt, sage ich mal, kleinerer Motor. Ich denke mal, ein Mix aus allem. 33 Cent. Ja, aber ich wollte mal, ja genau, da ist die Liste. Also, die ist noch ein bisschen länger. Wartet mal. Könnt ihr euch dann hier an. Dann, ich gehe mal hier hoch mit der Seite, damit die mal so ins Mittel. So, der billigste ist dann hier China. Dacia Spring mit 27.000, mit 22.000 Euro 500. Dann Renault Mini, Dreitürer. Hier sind wir schon bei 37. Also Fiat, Renault, das sind die billigsten Autos, die als Elektro gelten. Die kosten dann neu ne, unter 30.000. Und hier ist die Frage, wie ist hier, ne, schaut mal hier, der Preis Prozent, der geht hier schon um 10 Cent hoch. Ja, jetzt müsste man vielleicht da nochmal Verbrenner nebensetzen. Klar, das ist jetzt beim Verbrenner teurer, weil wir ja auf unserem Preis nächstes Jahr über 2 Euro rutschen werden. Wir finanzieren das ja alles mit. Wenn wir tanken fahren, durch die CO2-Besteuerung, bezahlen wir das hier alles mit. Das ist ja mal ganz ehrlich. Aber hier haben wir noch mehrere Autos. Gehen wir mal weiter. Gucken wir mal, der erste Deutsche hier auf. Da Opel Astra, 41.000 Euro. Ne? Das ist der erste günstige, was heißt günstig, das erste Auto von Deutschland. Also hier hat Deutschland auch ganz klar den Anschluss verloren. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, seid ihr da ein Elektroauto-Fan? Da gehen ja die Meinungen auch auseinander, sowohl als auch. Ja, ich gehe mal hier weiter. Können wir ja mal gucken, wie die Preise hier hochgehen. 40.000, 39.000, Honda, Nissan. Also überwiegend aus den asiatischen Ländern, weil die da kommt der V. 40.000 ID4. Wo ist denn der ID3? Ist der auch dabei? Ist ja nicht dabei. Ist ja schon hochinteressant, ne? Oder ist der teurer als der 4? Ich habe also Elektroauto wenig jetzt da den Einblick, sag ich es mal. Und Werkstattangaben, insbesondere Wertverlust. Ich gucke jetzt mal hier so kurz drüber, weil ich mal. Wer da richtig so die Elektroautos fahren, wie habt ihr da Erfahrung? Wer hat denn schon mal ein gebrauchtes Elektroauto gekauft? Weil ich stelle mir vor, wenn ich jetzt noch wie ein gebrauchtes Handy, eigentlich würde ich mir nie ein gebrauchtes Handy kaufen, es sei denn, das ist ein sehr günstiger Preis, wo ich nachher auch das Akku ist am Auto das teuerste und wenn das Akku fest verbaut ist, aber da habe ich auch schon einige Videos gemacht, scheint wohl nicht bei jedem Auto zu sein, aber das ist alles momentan nicht machbar. Aber wie gesagt, da gehen die Meinungen auseinander, ne? No, denn nicht nur der Anschaffungspreis, sondern auch insbesondere der Wertverlust und die Ausgaben für den Kraftstoff belasten den Geldbeutel. Hierzu kommen Versicherung, Pflege, Werkstatt und Reifenkosten. Ja, die Reifenkosten werden ja wohl. Nee, ich glaube, die Elektroautos sind schwerer, ne? Ich glaube, die haben den höheren Abrieb. Wer kann aber zu sagen? Bei der standardisierten Berechnung gehen die Experten des ADAC davon aus, dass das neue Auto 5 Jahre gefahren wird und in dieser Zeit 75.000 Kilometer zurück. Legt. Entsprechend einer jährlichen Laufleistung von 15.000 Kilometer. Wer hat denn da schon so ein bisschen Ahnung? Ich sage jetzt mal, was ich kenne. Das Höchste ist ja hier bei uns Verbrennern der Zahnriemen. Außer die anderen Teile, klar, Ölwechsel, Filterwechsel. Aber wenn der Zahnriemen ist, glaube ich, der teuerste Ersatzteil oder Kette, damit der keine Totalschaden bekommt. Ja, aber wie gesagt,
Auf dem Gebrauchtmarkt schlägt der Verbrenner noch ganz klar das Elektroauto. Weil ich weiß nicht, wie werden die gebraucht gehandelt. Lass sie mal 10.000 Euro an Wertverlust haben nach 5 Jahren. Grob. 75.000. Was kostet jetzt, sagen wir mal, 19.000? Für 19.000 Euro ein gebrauchtes Auto, was 75.000. Da müsste der ja noch weiter runtergehen, unter 10.000, dann hätte der neu gekauft hat, einen Wertverlust von 20.000 Euro. Das müsste euch mal wegtun, innerhalb von 5 Jahren. Wenn das so ist auf dem Gebrauchtmarkt, ich muss mal gucken, wie die Elektroautos gebraucht, aber ich glaube, die haben nicht so einen hohen Wertverlust, weil das ja alles hier gefördert wird. Na, aber wir geben finanziell, also das war jetzt hier ADAC, aber wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr da andere Erfahrungen habt. Ne? So, dann gehe ich mal hier, Havanna-Effekt wollte ich euch etwas später zeigen. Oder gehen wir mal rein in den Havanna-Effekt, der poppt jetzt gerade auf wie bei Focus. Havanna-Effekt holt Deutschlands Autogiganten ein, weil, ich gehe mal eben auf Wikipedia, damit ihr mal kurz für die Leute, die das nicht wissen. Also, Havanna-Effekt ist, ja, ihr könnt es vielleicht schon erahnen, hier bin ich bei Classic, also Oldtimer, dass wir mittlerweile durch den Verbrenner aus 2035 werden vielleicht sehr viele alte Autos fahren mit H-Kennzeichen. Aber wie gesagt, die Regierung hat immer alte, neue Tricks, dass sie sagen, die H-Kennzeichen dürfen da und da nicht mehr fahren oder überhaupt nicht mehr, ganz schwer zugelassen oder erst ab 40 Jahren. Da gibt es ja bestimmt noch viele Tricks. Das heißt also hier, dass die Autos, unsere alten Autos länger fahren. Ne? Also der Begriff Havanna-Effekt hat seine Wurzeln in Kuba. Der typische Postkartenbild der Hauptstadt Havanna zeigt immer noch alte Fahrzeuge aus den 1950er, 50er und 60er Jahren. Die Pflege der Fahrzeuge entstand zunächst aus der Liebe zum Auto, sondern aus der Not heraus, die Fidel Castro verbot. Na, da sieht man ja solche Autos, die sind natürlich toll, aber ich möchte nicht wissen, was die verbrauchen. Und wie ist der Preis? Müsste man auch mal reingehen, aber werden bestimmt ihre 10, 12 Liter verbrauchen. Ne? Und umweltfreundlich ist natürlich das Ganze auch nicht. Ne? Die werden ja auch richtig qualmen. Aber wie gesagt, der Trend geht ja hier mittlerweile in Deutschland auch zum Oldtimer. Und ich gehe mal eben, lasse ich das mal eben hier abspielen, was hier Focus einholt. Gucken, wie das hier argumentiert wird. Wartet. Gehen wir hier so hoch. Ich gehe mal hier zurück. Ich habe mir. Okay, warte, hier beginnt er. Ja, gut, ist okay. Ich lasse mal hier laufen. Volkswagen plant einen Paradigmenwechsel und will sich künftig auf Klasse statt Masse konzentrieren. Der nach der kubanischen Hauptstadt benannte Havanna-Effekt beeinträchtigt die Nachfrage in Europa, während die Konkurrenz in China voranschreitet. Weil die Inflation gerade alles verteuert und die gestiegenen Zinsen auch noch kreditfinanzierte Anschaffungen wie eben auch Autos nochmals unerschwinglicher macht, fahren viele Privatkunden ihren aktuellen Wagen einfach länger. So wie aus Havanna bekannt, wo viele Menschen noch heute mit Autos aus den 1940ern fahren. Im ersten Quartal brachen die Auslieferungen in China um 14,5% ein, während der lokale Rivale BYD den Marktanteil überholte. Auch in Europa stocken Produktion und Nachfrage nicht nur bei Volkswagen, sondern auch bei anderen deutschen Herstellern. Die deutschen Autobauer haben den Start in den Massenmarkt der Elektromobilität verpasst, während asiatische Hersteller erfolgreich sind. Die Branche ist pessimistisch gestimmt und die Aussichten sind düster. Die Autohersteller müssen die Nachfrage nach Elektroautos ankurbeln und digitale Anbindung sowie Entertainment bieten, um junge Kunden anzusprechen. Die deutschen Autoaktien sind derzeit günstig, aber die langfristige Entwicklung hängt davon ab, ob sie in der Elektromobilität aufholen können. Investitionen in den Automobilsektor sollten sorgfältig geprüft werden und eine breite Streuung kann empfehlenswert sein. Volkswagen strebt nun Value over Volume an, salopper ausgedrückt Klasse statt Masse. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Schritt den Automobilgiganten helfen wird, sich in einem sich verändernden Markt zu behaupten.
Ja, wenn jetzt Volkswagen wirklich mehr Klasse auf Masse setzen möchte, also nicht mehr solche großen Absatzzahlen, weil die Elektroautos ja gar nicht mehr verkauft werden, wie viele Arbeitsplätze hängen davon ab? Werden dann 10.000, 20.000 Arbeitsplätze bei Volkswagen abgebaut, sowohl bei Audi, BMW und Daimler auch, das gleiche, also alle Deutschen werden jetzt hier, verlieren dann vielleicht ihre Arbeit. Das wäre ja auch eine katastrophale Entwicklung, weil nochmal, wir sind deswegen nicht mehr konkurrenzfähig. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die ganze Wirtschaft. Zu teure Lohnstückkosten, ne, der Lohn ist zu teuer. Dann zu teuren Strom, zu teures Gas, zu teuer, alles eigentlich hier zu teuer in Deutschland. Und wir sind eigentlich gar nicht mehr richtig konkurrenzfähig. Deswegen kostet das Auto aus China, selbst nach dem Import nach Deutschland, was war das? 30.000 und unsere kosten 10.000 Euro mehr. Und da ist die Frage: Sind die Autohändler oder der Hersteller, können die eine Leistung oder ein Auto billiger anbieten, ohne Arbeitsplätze, ohne irgendwo was einzuschränken? Und ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist. Also, ich möchte mein Auto, ich fahre ja mein Auto auch schon länger, weil Elektroauto, der Wandel 1,5 die, ne, Milliarden ist fahren die zurzeit. Es hängt ja auch davon ab, wo kann ich mein Auto aufladen? Hier auf der Straße ist das noch kaum möglich. Von dem ganzen Gewerbe, im ganzen Wohngebiet haben wir zwei Ladesäulen. Das muss ja dann erstmal muss die Infrastruktur richtig ausgebaut werden. Klar, die werden auf jeden Fall das so weit uns treiben, dass die CO2-Bepreisung. Bin ich mal gespannt, ob da die Autofahrer mitgehen. Sollte der Preis nächstes Jahr wirklich, ist mal schlimmsten Fall, was passiert, wenn der Kraftstoffpreis sowohl für Benzin als auch für Diesel bei 2,50 Euro, 3 Euro liegen? Weil die meisten hier, die fahren ja noch den Verbrenner. Die meisten in der Mittel- und Unterschicht, die können sich gar kein Elektroauto kaufen, weil viel zu teuer. Da selbst ein Auto zu halten mit Steuern, Versicherung, Reparaturen, Anschaffung, das ist ja schon höchster Luxus, weil die Gehälter ja gar nicht mehr mitgehen, weil wir ja auch Ausgaben haben für Lebensmittel, Strom, Gas wird sehr teuer, Klimageld bekommen wir nicht, die Mieten steigen, die Nebenkosten steigen und was erwartet uns noch? Es ist ganz klar, dass bald das Autofahren zum Luxus gehört. Aber es fahren noch genug rum, weil viele müssen ja zur Arbeit fahren. Noch geht es dem Deutschen wohl gut, aber das wird vielleicht noch 2, 3 Jahre dauern, wo das vielleicht einbricht, wo vielleicht nachher viele nicht mehr mit dem Auto fahren können. Und dann wird dann hier ein Switch passieren. Die meisten werden natürlich runterkommen. Wenn die alle ihre Arbeit verlieren, werden die ihre Wohnung, ihr Eigentum verlieren und die werden dann vom Auto, das nicht mehr reparieren können. Wenn, ne, so ein Motor kaputt, wenn Zahnriemen reißt oder die Steuerkette reißt, hast du Totalschaden am Motor. Locker 2.000, 3.000 Euro. Also, ne, und die Reparatur Zahnriemen, die ist zwar teuer mit der Wasserpumpe, aber lass das machen. Kann ich nur hier nochmal in die Community bei euch rein empfehlen. Achtet auf die Intervalle. Lieber einmal mehr den Zahnriemen oder Steuerkette gewechselt, als den Motor kaputt. Ist zwar was teuer, tut vielleicht weh, aber wie gesagt, weil wenn ihr auf das Auto angewiesen seid, gerade hier zur Arbeit oder gerade hier auf dem Land, da wo ein Auto unverzichtbar ist, weil das ist momentan noch konkurrenzlos, Elektroauto auf dem Land, Ladesäulen, wenn ihr froh seid, habt ihr vielleicht zwei, ja, wenn ihr habt, habt ihr vielleicht eine Ladesäule, für das ganze Dorf, das ist doch noch ja nicht ausgebaut. Ich kann nur hoffen, dass das alles hier nicht in die Höhe schießt, weil, wie wir ja gesehen haben, 60 Milliarden sind weg. Jetzt traut sich die CDU nicht, die 200 Milliarden, das sind ja alles, ne, Sondervermögen, das gibt es nicht, das sind alles neue Schulden. Da sollte man auch ganz klar so reden, das ist eine Neuverschuldung. Verstehe ich auch die AfD nicht, dass die hat auch so erwähnt, das sind neue Schulden. Ja, und wenn man jetzt das alles hier mit finanzieren möchte, mit dem grünen Wasserstoff, Wasserstoffautos oder grünen Stahl, das ist für mich alles Zukunftsmusik, was in 20, 30 Jahren erst passiert. Aber zeitnah ist ja erstmal, dass man jetzt hier zeitnah die Leute nicht ihre Arbeit verlieren, nicht arbeitslos werden oder, ne?
Ich weiß nicht, wo der ganze Trend hingeht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Fahrt ihr noch Verbrenner? Fahrt ihr Elektroauto? Welche Erfahrung habt ihr? Steigen euch die Autokosten über das Haushaltsbudget, was ihr zur Verfügung habt, über, ne? Wenn Reifen und so Kleinteile, aber wenn irgendwas kaputt geht, klar. Aber wie gesagt, Motor, Kühlsystem, klar, das sind die Reparaturen, die kann ja heute auch schon bald keiner mehr bezahlen. Auch die kleineren Reparaturen. Aber wie gesagt, Zahnriemen, wenn der Motor kaputt ist, das ist für mich die teuerste Reparatur. Dann ist die Frage, lohnt sich das nachher noch? Wenn ich ein altes Auto habe, kriege ich das Auto gebraucht billiger, obwohl da habe ich auch wieder alte Sachen, aber ich kann mindestens wieder fahren. Also wie gesagt, es geht der Trend zu diesem Havanna-Effekt, dass sich die Deutschen die Elektroautos nicht leisten können. Aus China möchte man die vielleicht gar nicht haben, weil auch die Ersatzteile sehr teuer sind. In Tesla und so, die gehen nachher alle wieder, da machen die, die in Tesla fahren, die fahren das Auto ein Jahr oder zwei Jahre, nehmen die Prämie mit, aber die ist auch nicht mehr so hoch und verkaufen das Auto teuer nach Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, weil da der Strom sehr billig ist und dort ist das sehr lukrativ, seinen Tesla da zu verkaufen. Aber das ist nur für die das obere Bürgertum, sagen wir mal, ne? Die auch ein eigenes Haus haben und auch davon profitieren, von Solaranlage, Wärmepumpe, und die haben dann drei Elektroautos, und sollte der Strom mal ausfallen, haben die immer noch einen Oldtimer oder einen zweiten Verbrenner in der Garage stehen, damit die fahren können. Aber das, ne? Wie gesagt, ich falle da auch völlig von bei raus. Ich bin normaler kleiner Selbstständiger und kann mir kein Elektroauto zurzeit überhaupt nicht leisten. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, wo soll ich das Ding aufladen? Und der Strom, der wird ja auch teurer werden. Der wird ja nicht so billig bleiben. Sollte der Staat nachher auf die Idee kommen, bei den Tankstellen die ganzen Säulen abzustellen. Ja, wir haben kein Diesel mehr, wir haben kein Kraftstoff mehr, oder dass der unbezahlbar wird. Da bin ich mal gespannt, wie dann die Bevölkerung hier protestiert. Ja, dann können wir auch nicht mehr zur Arbeit fahren. Weil die meisten fahren ja doch noch mit dem Auto zur Arbeit. Und ja, wir werden sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich werde auf jeden Fall dazu Videos machen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Und ich lade das erstmal hoch. Themen habe ich wieder genug. Und ja, dann sage ich auch bis zum nächsten Video.